Hallo meine Lieben, am 2. November sind mit dem kostenlosen Spielupdate challenge-mäßige Szenarien ins Spiel eingezogen. Diese sollen einen roten Faden ins Spiel einbauen, den man verfolgen kann. So die Theorie. Mit diesem Video möchte ich euch einen kleinen Einblick in diese Szenarien geben und euch auch nicht vorenthalten, was ich persönlich von diesem neuen Feature halte. Los geht's! Einige von euch haben es sicher schon entdeckt. Wenn ihr euer Spiel startet, seht ihr auch schon den neuen Button zum Starten eines neuen Szenarios. Zurzeit gibt es drei verschiedene Herausforderungsszenarien, wobei eine von ihnen zeitlich begrenzt ist. Ihr entscheidet euch zunächst für eine der Möglichkeiten und wählt dann, ob ihr einen neuen Haushalt starten oder einen bestehenden Haushalt laden wollt und könnt dann auch schon das Spiel beginnen. Das erste Szenario nennt sich Kohlescheffeln. Wir beziehen eure Sims ein Grundstück, haben dabei keinen einzigen Simoleon in der Tasche und haben das Ziel, 1 Million Simoleons zu besitzen. Oh, mich kratzt es irgendwie plötzlich im Hals. Rags to Riches. Naja, mein Husten lässt erahnen, was ich von diesem Szenario halte. Diese Spielidee ist einfach ein alter Hut. Der interessante Part steckt in Schritt 2. Wir möchten Vorschläge haben, wie wir spielen können, wie wir diese Ziele erreichen können. Am besten auf eine neue Art und Weise, auf die wir vorher selbst gar nicht gekommen sind, um eine neue Spielerfahrung zu erleben. Etwas Positives kann ich diesem Szenario trotzdem abgewinnen, denn das Haushaltsbudget wird automatisch nach dem Einzug auf Null gesetzt. Immerhin etwas. Das Szenario zu viele Kleinkinder kann bis zum 17. November gestartet werden. Hier muss ein Sim, der junger Erwachsener oder älter ist, mit 3 Kleinkindern starten. Das Ziel ist, bei allen Kleinkindern Level 3 in 4 Fähigkeiten zu erreichen. Ich finde es schön, dass ein Szenario den Kleinkindern gewidmet wird, denn das Aufziehen von Kindern ist schließlich ein Kernelement des Spiels. Das Erreichen von bestimmten Fähigkeiten finde ich als Ziel aber zu lasch. Man hat zwar eine Aufgabe, ja, aber was mache ich, wenn der Lebensabschnitt Kleinkind vorbei ist? Hier könnte man vielleicht mit dem Rags to Riches Szenario anknüpfen. Man hat einen alleinerziehenden Sim, der 3 Kinder versorgen muss, aber gleichzeitig auch sehr viel Kohle verdienen muss. So klingt das für mich schon gleich viel spannender. Kommen wir zum letzten, meinem Lieblingsszenario, nach der Trennung auf der Suche nach Liebe. 2 Sims, die nicht verwandt sind, what the f***, und junge Erwachsene oder älter sind, starten das Spiel als ein frisch getrenntes Paar. Das ist wirklich eine coole Sache. Denn um mit so einer Beziehung zu starten, musste man bisher immer auf Mods zurückgreifen. Hier gibt es auch 3 mögliche Ereignisse. Ein Sim wird Seelenverwandte mit einem Sim, von dem er sich getrennt hat. Heißt, man stellt die Beziehung wieder her, was sicher nicht ganz einfach sein wird bei so viel Abscheu. Ein Sim wird beste Freunde mit einem Sim, von dem er sich getrennt hat. Oder ein Sim wird Seelenverwandte mit einem Sim, von dem er sich nie getrennt hat. Also nach der Trennung sucht man eine neue Liebe, mit der es dann klappt. Hoffentlich. Man startet also ein Haushalt mit Sims, die ein Paar waren und sich nun hassen. Das ist eine feine Sache. Man kann selbst entscheiden, wie die Geschichte ausgehen soll. Ob die Sims wieder zueinander finden sollen, nur Freunde werden oder ihr neues Glück suchen und finden sollen. Alle 3 Szenarien stellen für mich persönlich keinen großen Anreiz dar, um ein neues Spiel zu beginnen, denn mir fehlt da einfach der Tiefgang. Dieser Schritt 2 mit den 3 Fragezeichen muss einfach irgendwie gefüllt werden und dabei helfen die Szenarien meiner Meinung nach nicht. Jetzt kommt aber das große Aber. Die Szenarien sind für jeden kostenlos verfügbar und sie sind immerhin eine tolle Ergänzung, um das Spiel aufzufrischen. Ihr könnt die Szenarien super nutzen, um richtige Challenges zu ergänzen. Schaut euch gerne die Playlist zu meinen Challenge-Videos an. Ich habe eine mit allen Challenges und eine mit denen, die für Basegame-Spieler auch geeignet sind, erstellt. Mit diesen Challenges kann ich euch vielleicht dabei helfen, die Fragezeichen bei Schritt 2 in Ausrufezeichen zu verwandeln. Vielleicht habt ihr ja Ideen, mit welchen Challenges man die Szenarien verbinden kann. Schreibt mir eure Einfälle gerne in die Kommentare und auch, was ihr von den Szenarien haltet. Ich bin gespannt. Bis hoffentlich ganz bald, eure Marisa.